willkommen zu Genussvoll. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zeige ich euch wieder ein neues Rezept. Und zwar diesmal kochen wir nicht, sondern wir backen heute einen Kuchen. Und zwar eine Zitronen-Joghurt-Torte. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Und ich zeige euch als allererstes, was ihr für den Biskuitboden braucht. Für den Biskuitboden brauchen wir 3 Eier, 3 Esslöffel Wasser, 150 Gramm Zucker, 2 Packungen Vanillinzucker, 150 Gramm Mehl und 1 Teelöffel Backpulver. So, ich habe hier eine 26er Springform. Bevor wir mit dem Teig anfangen, bereiten wir die erstmal vor, indem wir einfach hier unten so ein bisschen Backpapier hinlegen und die Springform zumachen und dann den Überstand einfach mit der Schere abschneiden. So. Die Ränder bitte nicht einfetten bei Biskuit, das ist ganz wichtig, weil sonst geht der Teig nicht richtig hoch. So, ich habe den Ofen schon mal angemacht und zwar auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Es ist ganz wichtig, Ober- und Unterhitze zu benutzen, weil Umluft den Teig zu sehr austrocknen würde und würde er ja zu trocken werden. Und als erstes beginnen wir damit, die Eier zu trennen und danach wird das Eiweiß dann steif geschlagen. Ihr müsst darauf achten, dass hier kein Eigelb mit reinkommt. Sonst wird der Eischnee nicht richtig steif. So, ich schlage jetzt das Eiweiß steif. Dazu gebe ich einfach eine Prise Salz dazu. Und dann wird es geschlagen. So, ihr kennt, dass es steif ist, wenn ihr hier einfach ein paar so Spitzen hochziehen könnt und die einfach stehen bleiben. Das ist jetzt steif. Kann erstmal zur Seite gestellt werden. Als nächstes haben wir hier unsere Eigelbe, da geben wir jetzt den Zucker dazu und den Vanillinzucker. Und rühren das dann anschließend schaumig. Ich habe total vergessen, da kommen natürlich noch die 3 Esslöffel Wasser dazu. So, das ist jetzt fertig aufgeschlagen. Das erkennt ihr daran, dass die Farbe richtig hell geworden ist. So, dann mische ich 1 Teelöffel Backpulver in das Mehl. Rühre das kurz durch. Und gebe das dann zu der Zucker-Eigelb-Masse. Und wird dann untergehoben. Vorsichtig. So, wenn die Masse dann so aussieht, gibt ihr noch das geschlagene Eiweiß dazu und hebt es auch unter.
das untergehoben habt, ist das ein richtig schöner, luftiger Teig geworden. Und den geben wir jetzt in unsere Springform und dann wird er für 20 Minuten gebacken. Wie gesagt, bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. So, wenn der Teig hier drin ist, dann verteilen wir den hier gut hier drin. Und verstreichen ihn so ein bisschen an den Rand hoch. Dann geht er nämlich gleichmäßiger auf. Biskuitboden dann aus, wenn er gebacken ist, und den lässt er jetzt gut abkühlen. Der muss vollständig ausgekühlt sein, aber in der Zeit können wir dann schon mal die Creme, also die Zitronencreme, vorbereiten. Ja, das machen wir jetzt, und dafür zeige ich euch zuerst einmal, ja, was wir dafür brauchen. So, das sind jetzt alle Zutaten, die ihr für die Creme braucht, und zwar einmal 500 Gramm Joghurt, 6 Blatt Gelatine, 250 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker, zwei Zitronen und einen Becher Sahne. Und als allererstes vermischen wir die Gelatine im kalten Wasser einweichen lassen. Und von den zwei Zitronen wird die Schale abgerieben und der Saft ausgepresst. Joghurt schon in die Schüssel hier reingetan, und ich habe hier einen Topf aufgestellt, wo ich den Zitronensaft reingeben werde. Und dann mache ich den Herd an und lasse es erwärmen, damit da gleich die Gelatine drin aufgelöst werden kann. So, zu meinem Joghurt gebe ich jetzt Vanillinzucker, den normalen Zucker und meine geriebene Zitronenschale. Und das dann gut durch. So, der Zitronensaft ist jetzt warm genug. Es geht ganz schnell. Wichtig ist, dass das auf gar keinen Fall kochen darf, wenn ihr die Gelatine dazu gebt, weil sonst bindet die nicht mehr richtig. So, drückt ihr einfach die Gelatine gut aus, gebt die dann hier rein. Und löst die dann hier drin auf. So, und das Ganze lasst ihr eben kurz abkühlen, dass es nicht mehr dampft. So, wenn die Masse hier ein bisschen abgekühlt ist, gebt ihr einfach so 2-3 Esslöffel von Joghurtmasse hier mit rein. Und dann anschließend das dann hier wieder zurück zum Joghurt geben. So. Das kommt jetzt so lange in den Kühlschrank, bis es anfängt zu binden. Also ihr seht ja jetzt, ist es noch total flüssig. Und wenn das anfängt zu binden, dann sieht man hier schon richtige Schlieren. Das dauert ungefähr so 20 Minuten bis halbe Stunde im Kühlschrank. So, während die Masse noch im Kühlschrank ist, können wir schon mal die Sahne steif schlagen.
Sahne ist steif. Den Boden hier aus der Springform lösen. Jetzt habe ich die hier auf die Tortenplatte. Das Backpapier einfach ab. So, das ist, war das ein bisschen uneben, das drehst du da um. So, ich habe jetzt hier einen Tortenring. Wenn ihr keinen habt, könnt ihr auch einfach wieder das von der Springform wieder drum machen. Allerdings könnt ihr das nicht ganz so stramm dann ziehen. Deswegen ist ein Tortenring schon ein bisschen praktischer. So. Jetzt kommt hier einfach die Masse hier oben drauf. So, jetzt ist die Torte eigentlich fertig. Jetzt muss sie für mindestens 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank, damit die Gelatine richtig die Masse bindet und damit es schnittfest wird. Ja, und dann ist das auch schon fertig, könnt ihr auch schon essen. So, ich habe die Torte jetzt aus dem Kühlschrank geholt. Ich habe sie jetzt über Nacht im Kühlschrank stehen lassen. Das würde ich auch empfehlen, um wirklich sicher zu gehen, dass alles fest geworden ist. Und jetzt lösen wir einfach die Torte hier aus dem Ring. So, so sieht sie dann aus. Und ich habe jetzt hier schon ein bisschen Deko vorbereitet. Ich habe einfach Zitronenscheiben geschnitten, die Scheiben jetzt in der Hälfte und ein paar mit einem Sparspieler so ein bisschen von der Schale runter geschält und das in feine Streifen geschnitten. Und damit dekorieren wir das jetzt alles. Und so sieht dann die fertig dekorierte Torte aus. So, ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Und ihr macht es dann mal nach und schreibt mir dann, wie es euch geschmeckt hat. Und ja, sage ich nur bis zum nächsten Mal.